Hallo und willkommen bei Wir Helfen TV. Heute sind wir am Flughafen Hamburg bei der Werkfeuerwehr. Und was die Jungs mit einem so schweren Fahrzeug machen, das zeigen wir euch jetzt. Hamburg Airport liegt 8,5 Kilometer nordwestlich der Stadtmitte Hamburgs. Als das Flughafengelände im Jahre 1911 angelegt wurde, hatte er eine Fläche von 44 Hektar. Bis heute hat sich diese mit 570 Hektar mehr als verzehnfacht. Im Vergleich, der Münchner Flughafen ist mit 1500 Hektar ungefähr dreimal so groß. 32 Hektar, das sind 322.000 Quadratmeter, nimmt dabei das Hauptvorfeld ein. Insgesamt können am Flughafen jetzt gleichzeitig 53 Flugzeuge abgefertigt werden. Rund 60 Airlines verbinden Hamburg mit ca. 115 nationalen und internationalen Zielen direkt. Die größten Airlines nach Passagierzahlen sind Lufthansa, Air Berlin, TUI Fly, Condor und Air France. Eine Vielzahl von Fahrzeugen sorgt für einen reibungslosen Ablauf auf dem Vorfeld. Darunter modernste Passagierbusse, die die Fluggäste von den Gates zu den Flugzeugen bringen. Zahlreiche Schlepper, jeder unterwegs mit mehreren Gepäckanhängern, transportieren die Koffer der Reisenden direkt an die Frachtluke der Maschine. Fluggasttreppen, teilweise selbstfahrend, ermöglichen den komfortablen Einstieg nach der Ankunft auf dem Rollfeld. Wenn der Flieger dann startklar ist, schieben PS-starke Flugzeugschlepper die Maschinen von den Fluggastbrücken in die Rollposition. Und damit Starts und Landungen auch in der kalten Jahreszeit problemlos möglich sind, setzt Hamburg Airport eigene Schneeräume ein. Mein Name ist Andreas Hoch. Ich bin hier als Löschzugführer und Rettungsdienstleiter eingesetzt. Zur Geschichte des Hamburger Flughafens gibt es sicherlich jede Menge zu erzählen. Jetzt schon gut über 100 Jahre. Der Grundstein wurde gelegt 1911 mit dem Errichten einer Zeppelinhalle, damals für die Luftfahrtgesellschaft hier in Hamburg. Und im Laufe der Zeit, auch nach dem Krieg, hat es sich steil bergauf entwickelt. Dann sind wir jetzt, heute 2012, beim Hamburg Airport angekommen. Die Zahlen haben sich deutlich nach oben entwickelt. Aktuell haben wir 158.000 Starts und Landungen 2011 gehabt, mit etwas über 13 Millionen Passagieren. Wir sind aufgeteilt in zwei Löschzüge, einmal den ersten Zug, wo diese Flugfeldlöschfahrzeuge zum Einsatz kommen, und den zweiten Zug. Das ist der Löschzug, der augenscheinlich relativ handelsüblich wirkt. Damit arbeiten wir das Tagesgeschäft ab. Das Tagesgeschäft für eine Feuerwehr, das übliche technische Hilfeleistungen, Binden von wassergefährlichen Stoffen, Brandmeldeanlage, kleinere Feuer, auch mal ein Verkehrsunfall ist auch dabei. Aber für die ureigste Aufgabe einer Flughafenfeuerwehr sind wir mit beiden Löschzügen und dem Rettungsdienst gewappnet. Thank you.
Guten Tag, mein Name ist Andreas Wichern. Ich bin seit 24 Jahren bei der Flughafenfeuerwehr als ganz normaler Feuerwehrmann, Rettungssanitäter. Und wir haben zwei Rettungswagen im Einsatz, wovon einer immer besetzt ist mit einem Rettungsassistenten und Rettungssanitäter. Wir fahren ca. 1000 Einsätze im Jahr. Häufigstes Einsatzgeschehen ist Kreislauferkrankung. Ja, dann haben wir natürlich auch noch die Lufthansa-Werft damit bei. Von abgetrennten Fingern bis abgetrennten Händen ist alles dabei. Herzinfarkt, Reanimation. Ja, alles, was so auch im normalen Rettungsdienst auf der Straße halt passiert. Und ja, damit sind wir eigentlich relativ gut ausgelernt. Wenn unser Rettungswagen im Einsatz ist, dann werden wir bei dem nächsten Notfall einen RDW der BF alarmieren. Unser HLF fährt zum First Responder Einsatz raus und übergibt dann den Patienten an den Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Hamburg. Einsatz Highlights, wir haben hier alles von Massenschlägerei vom Terminal gehabt. Hier war mal Oriental Nights, wo sich dann 30 bis 40 Personen auf der Straße geprügelt haben. Und ja, das war mal so ein Highlight-Einsatz. Und dann kamen dann noch die Polizei und noch andere RDWs, aber das war so ein einmaliges Ding. So, dann haben wir einen Notfall für den 204, Notfall T1, einmal für den Rettungswagen, ein Notfall T1. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Gebke von der Flughafenfeuerwehr Hamburg. Hier zur Linken haben wir den Z8. Die neueste Technologie, das heißt, wir können hier ein dreidimensionales Löschverfahren einleiten. Zum einen das Medium Wasser, zum anderen haben wir hier das Medium Schaum und Pulver. Das heißt, wir können hier gleichzeitig komplett löschen. Das heißt also, wir können alles in Bewegung setzen. Das heißt, Wasser liegt vor, Schaum und Pulver. Den Tippwerfer nehmen wir meistens hier vorne. Den nehmen wir meistens dann zum Triebwerk-Fahrwerk quasi löschen. Und können den auch diesen Arm, diesen Schnossel, das nennt man Schnossel, können den 10 Grad nach links oder 10 Grad nach rechts steuern, fahren. Dann haben wir hier vorne zu einer anderen Seite, zu der Seite hier den Piercing. Und zwar haben wir dort die Möglichkeit, in einem Flugzeugfenster einzustoßen mit 1000 Liter die Minute. Die Tröpfchenbildung ist tatsächlich 0,3 in der Zerstreuung. Das heißt, es ist sehr fein, das heißt, es ist also sehr effektiv. Und wie gesagt, dieses dreidimensionale Löschverfahren können wir auch unter dem Piercing einleiten. Dann haben wir hier zu dieser Seite den Basewerfer. Den benutzen wir eigentlich dazu, dass wir, wenn wir eine weitere Entfernung haben, dass wir irgendwo zwischen 40 und 50 Meter das Löschmittel abschießen können. Der Schnossel als solches im ausfahrbaren Zustand ist der 18 Meter. Um natürlich, wenn wir eine weitere Weite hin müssen, dass wir da eben, ja, sag ich mal, entspannt hinschießen können mit dem Wasser. Ja, also hier im Cockpit haben wir dann das Display. Das heißt, hier haben wir einmal das Wasser, 12.500 Liter, zweimal 400 Liter Schaum und die ganzen Abgänge quasi nach draußen. Einmal haben wir hier die Bodensprühdüsen, dann haben wir hier vorne das kleine Männchen, wenn man das erkennen kann. Da kann ich dann vorne noch einen Außenangriff starten. Und hier zur linken Seite haben wir dann noch in blau gekennzeichnet die Pulveranlage.
Ja, hier an der Feuer- und Leerrettungswache Hamburg Airport sind wir jeden Tag, 24 Stunden am Tag wiederum, mit mindestens 20 Leuten im Dienst. Also 20 Feuerwehrkollegen, die einmal auf den Löschzug eingeteilt sind, aber auch den Rettungsdienst bedienen, sind hier 24 Stunden. Das heißt, es sind nicht 24 Stunden Arbeitszeit, sondern wir haben 8 Stunden Arbeitszeit, 8 Stunden Arbeitsbereitschaft und die letzten 8 Stunden Ruhebereitschaft. Das erklärt auch ein wenig den Raum, in dem wir uns hier befinden. Wir befinden uns hier auf der Ruheebene in dem Nichtraucherraum. Die 8 Stunden Ruhebereitschaft oder auch Arbeitsbereitschaft, die können wir hier so verbringen. Wir informieren uns untereinander, wir kommen zusammen, es werden auch mal Spiele gespielt. Das fördert die Kameradschaft und die Kollegialität. Natürlich schauen wir hier auch Fernsehen. Wir haben die Möglichkeit, uns in der Ruhebereitschaft auch hinzulegen und dort zu ruhen. Wir haben, jeder Einzelne hat hier einen Ruheraum, der fahrzeugbezogen aufgeteilt ist. Also immer nah an der Rutschstange, die zu dem Einsatzfahrzeug führt, wo der Kollege gerade Dienst hat. Jetzt hier bei uns in der Küche an der Feuerwache. Es ist nicht unbedingt ein Hingucker, also wunderschön ist sie nicht, aber ganz typisch für Feuerwachen, alles im Edelstahl gehalten. Hier kann richtig was weggeschafft werden. Damit meine ich, gerade an den Feiertagen und gerne mal am Wochenende wird hier gemeinsam gekocht, dass wir dann auch mit 20 Leuten gemeinsam speisen können. Die Tage über, die Werktage über, werden wir durch die Betriebskantine mit versorgt. Das heißt, es fahren zwei Kollegen rüber und holen das Essen, was dann bereits fertig zubereitet ist, hier an die Wache. Aber gespeist wird immer hier. So, der Raum mit dieser langen Tafel ist unser Speiseraum. An diesem Tisch speisen die 20 Kollegen, die ja nun jeden Tag hier im Dienst sind, morgens, mittags und zum Abend. Hier kommen wir zusammen, hier tauschen wir uns aus und auch an den Feiertagen haben wir an diesem Tisch gemeinsam sehr viel Spaß, obwohl wir hier Dienst verrichten. Okay, jetzt sind wir dermaßen unterschiedlich, dass sich immer kleine Kaffeegruppen gebildet haben und die Kollegen sich nach ihrem Geschmack den Kaffee bereiten. Daher diese unterschiedlichen oder diese Vielfalt, die Vielzahl an Maschinen. Ja, das hier ist unser Schulungsraum. In diesem Raum bekommen wir als Feuerwehrleute und Rettungsdienstler unseren Unterricht und unsere Fortbildung, aber wir geben auch Schulungen. Wir bekommen Besuch von Tochtergesellschaften des Flughafens oder Flughafenangehörige. Wir schulen hier AED-Schulungen, also die Defibrillation durch jedermann. Wir geben spezielle Ausbildung, was Rauchmelder, Feuermelder betrifft. Es werden Evakuierungshelfer bei uns ausgebildet, wir machen Handfeuerlöschertraining und alles, was nicht direkt in dem Praxispart unterrichtet wird, geschieht hier oben in unserem Schulungsraum. Wo wir gerade an dieser Ecke sind, der Flughafen Hamburg ist mit 66 dieser Notrufstelen ausgestattet. Wir haben die Möglichkeit in den Terminals, dass Passanten, die einen Notfall bemerken, eine Notfallsituation, völlig egal, was für eine Notfallsituation, ob feuerwehrtechnisch, rettungsdienstlich oder gegebenenfalls auch eher eine polizeiliche Lage, der Notruf kann abgesetzt werden durch Drücken einer dieser SOS-Tasten. Es wird direkt eine Sprechverbindung zur Feuerwehrleitstelle hergestellt und die Notrufabfrage beginnt direkt über diese Notrufsäule. Also es ist nicht mehr nötig, das Telefon oder ein Telefon zu suchen oder mit dem Handy einen Notruf abzusetzen, sondern per Knopfdruck hat man direkten Kontakt zum Leitstellendisponenten. Ist Bedarf an Verbandmaterial oder einem Defibrillator, wird durch den Disponenten in der Rettungsleitstelle der AED freigeschaltet. Man kann dann diese Schublade öffnen und kann sich den AED und das Verbandzeug entnehmen. Ferner erhalten beide Wachabteilungen bei uns an der Feuerwache Englischunterricht. Es wird natürlich erwartet an einem internationalen Flughafen, dass wir uns auch Englisch verständigen können. Und auch das genießen wir jeden Dienstag und jeden Mittwoch. Und wer hier denkt, Sport kommt hier zu kurz, der irrt sich. Darum kümmert sich hier jeder. Zu
So, nun konntet ihr sehen, wer hier am Hamburg Airport im Verborgenen für eure Sicherheit sorgt. Ich hoffe, es war interessant. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Schönen Tag noch. Da weiß ich auch so, braucht man nicht umzusteigen. Wollen wir noch nach vorne machen? Scheiße, das war irgendwie war das blöd. Also, wir ziehen uns noch, das ist das Gelbe. Okay. Ja, also hier im Cockpit haben wir dann das Display. Das heißt, hier haben wir einmal das Wasser, 12.500 Liter. Manchmal 21, manchmal ja, sind wir 20. Ich habe mich verhaspelt, müssen wir nochmal machen. Oder? Ja, läuft. Ja, dann bitte. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Michan. Warte mal. Komm mal bitte. Test. Ja, danke. Ich denke. Ja. Ich bin am Start. Im Lärm. So. Du warst zu spät. Ja. Mehr bin ich. Wo ist Ali? Ali? Wir gehen vor. Okay, auf los geht's los. Jo, los. Warte mal. Ist da irgendwie. Also. Können wir das doch anders machen? Du kennst mir das gut, ne? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Webke von der Flughafenfeuerwehr Hamburg. So, jetzt habe ich eine Lücke hier oben. Wo bin ich? Ja, genau, richtig. Schnell. So, dann haben wir das. So fahre ich einfach nur. Ja.